Mein Name ist Sigmar Stocker, ich bin wohnhaft in Derlan. Ich bin seit 1995 bei den Freiheitlichen und seit 2008 Abgeordneter dieser Partei im Südtiroler Landtag. Zu Hause betreiben wir eine kleine Sektkellerei und deshalb ist mir die Produktion, die Förderung und die Vermarktung regionaler Produkte besonders wichtig. Nur 20% unserer Fläche ist verbaubar und deshalb ist es wichtig, dass wir beim Bauen sparsam umgehen und dass wir leerstehende Bauten unbedingt wieder in den Gebrauchszyklus integrieren. Besonderen Wert lege ich auch auf den Erhalt der Kulturlandschaft unseres Landes und auch der alten Bausubstanz. Die alte Bausubstanz prägt Südtirol und wird auch von vielen Touristen sehr, sehr geschätzt. Und deshalb sollten wir damit sehr respektvoll umgehen. Immer wieder gibt es Tendenzen, dass das Trinkwasser privatisiert werden soll. Privatisiertes Trinkwasser bedeutet, dass es erstens teurer werden wird und zweitens wäre die Nahversorgung für entlegene Orte nicht mehr so gewährleistet, als wenn es die öffentliche Hand macht. Und schlussendlich kann eine Gesellschaft nur in Sicherheit gedeihen und diese Sicherheit muss bei den kommenden Landtagswahlen gewählt werden.